Mischfinanzierung geben. Es wird ganz klar so sein, dass Landwirte Zusatzleistungen bekommen für Klimawirt, also dafür, dass sie im Bereich Klima was leisten, im Bereich Naturschutz was leisten, im Bereich Wasserschutz was leisten. Da wird es Zusatzleistungen geben und das kann man dann auch gegenüber den Bürgerzentren mehr vermitteln. Also das kann ich gar nicht unterstützen. Ich denke, das wird sich vom Haushalt her, von der Haushaltstechnik her, in diese Richtung entwickeln. Wir werden weiterhin Strukturwandel haben, auch bei uns, das wird überhaupt gar keine Frage sein. Wir werden, das will die ganze Politik, uns an den Weltmärkten orientieren müssen. Und wir werden das aber auch schaffen, da bin ich zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, dass auch unsere Landwirtschaft hier das schafft. Die Landwirte sind gut ausgebildet und motiviert. Wo ich heute Morgen bisschen Bauchschmerzen bekommen habe oder heute den Tag über, das waren an zwei Dinge. Mehr in Regionalpolitik zu geben, also weg von der zweiten Säule in Regionalpolitik, das wurde ein paar Mal angemahnt. Dem würde ich auch aus den Interessen unseres Raumes heraus nicht zustimmen wollen. Und das zweite, wo ich sehr, sehr große Bedenken habe, dass wir das haben werden, länger. Das sind Gelder im Agrarhaushalt für Intervention, für private Lagerhaltung und für Exportbestand. Wir haben sie jetzt, wir haben in 2010 nochmal einen starken Beitrag, aber ob das nach 2013 oder eben 2015 noch haltbar sein wird, daran habe ich meine große Zweifel und ich möchte nicht hier rausgehen, wenn das jetzt heute Morgen so ein paar Mal angedeutet wurde, als wäre das wieder in Frage. Im Moment ja, aber langfristig kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich bin ganz, ganz sicher, wir werden hier weiter in Landwirtschaft haben. Herr Brunner, Landwirtschaft und Umwelt. Zehn Namen. Ja. Du willst mal optimistisch darstellen. Beide Säulen sind in der gleichen Rate kofinanziert. Es gibt eine Regel, dass über die erste Säule nicht mehr Geld in eine Region fließen darf wie über die zweite Säule. Die zweite Säule ist strenger an Zielen ausgerichtet. Die erste Säule ist auch gekoppelt an Standards, die über dem heutigen CC liegen. Es gibt keinerlei Exporterstattungen mehr. Exporterstattungen sind für mich ein Verbrechen, die Todesfolge. Ja, Landwirtschaft in 10 Jahren. Wir werden weniger Betriebe haben. Die Betriebe werden auch im Südwesten weiterhin in der Mehrheit als Familienunternehmen geführt werden. Die Landwirtschaft wird ihre multifunktionalen Aufgaben, die die Gesellschaft von ihr erfordert, hinsichtlich Wasserschutz, Tierschutz, Sozialstandards etc. erfüllen. Sie wird ihren positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir werden oder sind Garant für eine Ernährungssicherung bei hoher Qualität und Regionalität. Wir werden auch unseren Beitrag bei der Energiesicherung beitragen und letztendlich werden wir einer der starken Wirtschaftsfaktoren im ländlichen Raum sein. Damit dies gelingen kann, brauchen wir die Unterstützung der Politik und der Kommission mit richtigen zukunftsweisenden Entscheidungen in der GAP. Es klingt ja alles sehr optimistisch. Ich danke allen Teilnehmern und ich denke, solche Veranstaltungen wie hier werden wir sich immer öfters finden.